Ja, hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Let's Play-Reihe Layers of Fear. Ja, Layers of Fear, schon ein bisschen älteres Horrorspiel von 2016. Fand es damals aber großartig und dann bin ich jetzt endlich dazu gekommen, mir das auch mal zu kaufen. Und ja. Lass uns beginnen. I know how you must feel. Lost, alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Ja, und damit fängt es an. Wie gesagt, ich kenne das Spiel schon. Ich habe mir auch damals da Let's Plays von angeschaut. Also einige Teile sind mir auf jeden Fall noch bekannt, aber es ist schon ganz schön lange her. Deswegen mache ich mir da nicht allzu viele Sorgen, dass ich noch zu viel weiß. Genau gesagt, weiß ich eigentlich kaum noch was, außer halt, dass wir ein Maler sind. Also ich schätze mal, die Bilder hier, die sind auch von uns. Und ja, unser Ziel ist es, unser letztes Werk zu vollenden. Und die Bilder, die sind ganz schön ekelhaft, finde ich. Hier wird ein Baby gestohlen. Und hier drüben. Und dieser Mann, er hat, glaube ich, gerade seine Frau geschlagen oder ermordet. Und die Tochter ist so, ach ne, nicht schon wieder. Ja. Hat es nicht ganz so freundlich irgendwie. Was ist das? Maulkorb? Vielleicht mal einen Hund. Oder irre ich mich? Und natürlich ist es dunkel wie sonst noch was. Und es regnet. Naja, wir hatten einen Hund. Wieder. Also oben ist ja hier Adresse und dann. Keine Ahnung, ich kann es nicht genau lesen. Falls ihr wisst, was da steht, wie der Hund heißt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja, Kamin. Alles ein bisschen älter. Ja, sieht alles so. Und das sind, glaube ich, wir. Und wir machen hier einen Deal mit irgendeinem Geschäftspartner. Im Hintergrund aller Bilder, die wir gemalt haben. Das ist ein Klopp. Top 10 gruselige Sachen bei uns. Und der gute alte Whisky. Superior Old. Leider nicht das Jahr. Ja, auch zu. Aber ich glaube, es spielt trotzdem einiges in der Vergangenheit. Ja, irgendwann zur Nachkriegszeit vermutlich. Ja, hier ist die Küche.
So. Mann, ich kann mich hier echt nicht entspannen. Muss schon sagen. Ich spiele ja. Oder ich fange ja gerade erst. Ah, nee, ich mach das mal nicht. Wollte kurz. Aber, nee. Ich bin ja relativ neu mit Horrorspielen dabei. Und. Ja. Dementsprechend bin ich auch ganz schön leicht zu erschrecken, würde ich sagen. Das heißt, ich bin sehr aufgeregt. Wird nicht gut laufen. Ja, erstmal überall reingeguckt. Cool, ist nix. Hier auch nicht. Ja. Ich dachte kurz, das wäre ein Buch, aber das ist so. Ja. Also die Küche ist schön. Das muss ich sagen. Die Küche ist wirklich toll. Alles ein bisschen gruselig, aber. Da hinten ist noch eine Türe, aber da will ich jetzt nicht durchgehen. Ja. Und hier geht es wahrscheinlich weiter. Mit den Zetteln hier. Ich weiß nicht, soll ich das vorlesen oder wollt ihr dann einfach pausieren und euch das durchlesen? Auch bitte einfach mal in die Kommentare schreiben, das wäre mir wirklich wichtig. Ich lese es jetzt hier einfach mal vor, aber dann nächstes Mal mache ich es so, wie ich es mir gesagt habe. So. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, weil ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raums sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay. Ja, vielleicht ein Butler oder so, der das geschrieben hat. Und genau, ja, die Tür ist abgeschlossen. Schlüssel ist im Büro. Die Frage ist jetzt, wo ist das Büro? Wahrscheinlich oben. Gucken wir nochmal kurz hier. Im Tisch. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unserer Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen, außer einer lediglich prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Alden. F.A. Pesky Pests. Schädlingsbekämpfung. Ja. Anscheinend konnten diese Schädlingsbekämpfer nichts in unserem Haus feststellen und dann haben wir die beleidigt. Ich weiß nicht, deren Mütter. Oder die Mutter des einen. Mal hier. Das Bad. Natürlich auch wieder. Schön unangenehm dunkel. Da ist noch ein Schreiben. Einmal Unterknieprothese. Ah, von F.A. Achillesprothese. Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? War es mir also noch irgendwas, wo es passiert? Das hier. Deswegen humpelt der Charakter. Ja.
Ja. Deswegen humpelt der Charakter so. Ja. Ja, da gibt es, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Jetzt mal, uns ist einfach irgendein Unfall passiert in der Vergangenheit. Lass mich raten. Das ist noch ein Geheimnis für später. Dann mache ich auch nochmal hier alles auf. Ehrenmedaillen, ja. Wahrscheinlich muss mir jetzt auch wieder mal irgendjemand sagen, welche genau das sind. Noch ein Schreiben. Es tut mir leid wegen gestern. Du hattest recht. Ich habe überreagiert. Es ist nur so. Es geht nicht um mich, es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten. Versprochen. Wir reden später weiter. Ja. Also das ist jetzt wahrscheinlich ein Brief von uns an unsere Frau. Ich glaube, der ist von uns wegen dem hier nach Perfektion geben. Und wir sind Künstler, deswegen glaube ich nicht von der Frau. Ja. Und jetzt muss ich nochmal kurz reingucken. Wir haben uns ja gestritten. Ja. Was eigentlich? Noch ein paar Schubladen. Die sind abgeschlossen. Was war zusammen? Was ist das? Was hatten wir schon? Ja, dann hatten wir das hier noch. Ist aber auch nichts. Verkleidungsstücke. Ja, habe ich erstmal gut Zeit geschindet. Jetzt fühle ich mich gleich wieder besser. Oh. Mein. Ein Typ mit Babykopf. Ein richtig gruseliger, hässlicher Typ. Ein Kind, das echt fett ist. Fettes Mädchen. Das ist, glaube ich, eher. Das ist schon eher ein normaleres Bild, glaube ich, oder? Ist da. Sitzt da ein Gnom auf einer nackten Frau? Ich weiß es nicht. Und das ist eine Orgie oder so? Mein Gott, ey. Also, mal nicht gerade die sympathischsten Bilder, das muss ich sagen. Oh! Ah! Oh, das fängt an. Kann ich dich ja einfach hinsetzen und. Aha, verbrannt. Hm? Ja, ich schätze mal, das Spiel will, dass wir da hinten reingehen. Meine Fresse hat mich das erschreckt. Ja, ich würde auch gerne auf dem Klavier spielen. Das mache ich, glaube ich, später, wenn ich hier rauskomme. Aber. Das, was man hier tun muss, macht mir. Ah, und da ist wieder der Babykopf. Ich glaube, hier in den meisten Schränken ist gar nicht so viel. Aber das ist trotzdem beruhigend, die aufzuklappen. Leiter umgestoßen. Guck mal, wer ist das? Sieht das nur so aus, oder? Aha. Kaputte Flasche. Der Typ hat doch einfach einen Babykopf. Oh, das ist cool.
Ja. Okay. Rotkäppchen und der böse Wolf. Ich fühle mich gleich wie das Rotkäppchen. Ah, oh, ich will die Geschichte. Der große böse Wolf hat sie einfach geflitzt. Ach, aber da ist Oma erstmal. Och, die sehen sich so ähnlich. Da merke ich den Unterschied ja gar nicht. Oma, warum hast du so große Augen und Zähne und Ohren? Und warum bist du so muskulös und männlich? Warum siehst du aus wie ein Wolf? Ja. Ja. Die war nicht gerade die hellste, echt. Echt nicht die hellste. Was für eine sympathische Geschichte. Ich mache erstmal die Schubladen auf, bevor ich den Schlüssel nehme. Sonst geht es nämlich gleich wieder los. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich. Weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustration malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf, zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, und ich bereue sehr, dass ich mich das so bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Ein alter Kumpel. Liam Brickstone. Verlagshaus geflüsterte Geschichte. Ja. Ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich beunruhigend. Eine Kindergeschichte? Ich glaube nicht. Tut mir leid, Liam, dass ich dir das angetan habe. Und mir. Ja. So, jetzt gibt's hier leider nichts mehr. Das heißt, ich muss den Schlüssel nehmen. Ja. So ist es. Wo ist der nächste Scare? Mentale Vorbereitung. So, nichts passiert. Dann spiele ich zurück. Okay, ich bin nicht sehr gut. Ich bin miserabel. Ja, da. Boah, ich freue mich auf die ganze Erkundung hier wirklich sehr. Hallo, Hess. Sicher Typ. Der lacht, aber ist nicht sehr freundlich. Der lacht mich aus, der Asker, ja. So. Ey, der Raum sieht doch freundlich aus. Es ist hell. Ist hell. Ja. Ja, gut. Und trotzdem der freundlichste Raum. Als das Kylo Ren, der irgendeinen Typen abmurkst. Und da ist ein Galgen. Ja. Das ist das Gemälde. Und sobald ich das hier runterziehe. Was ist das? Insel? Kann ich. Damit kann ich nichts anfangen. Aha. Schon besser. Verloren. Du verdienst es. Okay. Also man sieht hier. Verstand mal was. Das ist keine kryptische Und das ist der Wecker. Das heißt, ich werde hier nicht mehr länger machen. Ja.
Wir erkunden noch den Raum zu Ende, keine Sorge. So, als das hier. Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen lässt. Mal hier, ganz betont. Ja, das ist sicherlich von unserer Frau, mit der wir uns gestritten haben. Und die hat uns den Zettel hier ins Zimmer gelegt. Anscheinend können wir nicht mal mehr miteinander reden. Ganz schön traurig. Ja. Tempel, ja, irgendwelche Zettel noch. Alte Bilder oder generell einfach Leinwand. Noch eine Medaille. Ja, aber dieselbe zu sein wie. Oh. Wie vorher, ja. Ja. Krieg es dieses Mal richtig. Ja, mach's diesmal richtig. Wie auch immer man es übersetzen will. Get it right, das. Ja. Fühlt sich fast so an, als hätte der mit mir geredet, weil ich es nicht richtig übersetzt habe. Das hier ist noch abgeschlossen. Ja, und dann ziehe ich einfach mal den Bus hier ab. Und damit habe ich einen Erfolg freigeschaltet. Erfolge sind niemals gut. Genau. Das ist das Bild, das ich anfange. Und es ist nicht sehr gut. Selbst der Anfang ist schon echt. Naja. Sei es drum. Gut, das war's dann erstmal in diesem Raum. Dann stelle ich mich hier hin und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.